Hallo, herzlich willkommen YouTube bei eurem Commander Krieger und herzlich willkommen zu einer Runde Trials, liebe Freunde. Und mit dabei ist der Robert. Moinsens. Moinsens, ja. Ihr seht, wir haben hier nur vier Maps. Ich muss mich, glaube ich, mal ein klein bisschen lauter machen. Wir haben hier nur vier Maps. Das hat den Grund zur Folge, es geht in den Urlaub, Freunde. Und wir haben ein bisschen Zeitdruck. Ist das der Grund? Auch. Auch. Naja. Auch. Ja. Auch so würde eher sagen, es hat uns fast schon, oder mich ein bisschen so erschrocken, dass es das letzte Mal, glaube ich, echt so eine Stundenaufnahme oder wenn nicht sogar noch länger gewesen ist. Nee, damit habe ich gar kein Problem. Damit habe ich überhaupt. Ja, aber das ist halt dann, das zieht sich halt schon, ne? Ja, wobei, also, die gerade eine, wenn da so eine Map dabei ist, die dann wirklich die halbe Stunde durchzieht. Ja, die war echt widerlich. Ja. Und zumal, das war ja auch noch ein Bug. Ja, richtig, das ist das ekelhafte dann gewesen. Ah! Ah, okay. Ja, auf jeden Fall eine Runde Trials auf dem Freien. Ich habe mir auch eine Menge Gedanken gemacht, was ich so euch die Tage präsentieren kann. Das Video wird auf jeden Fall noch wahrscheinlich entweder zu unserem Flug oder vorher hochgeladen werden. Ich weiß es gerade gar nicht, wann ich das hochladen werde. Ich muss noch ein paar Videos schneiden. Ich muss noch ein Ägypten-Video schneiden, weil ich möchte gerne. Oder erstmal so. Wir fliegen am Sonntag in den Urlaub. Das ist endlich, finally. Mit dabei mein alter Freund und Kupferstecher und Robert. Oh, nee. Also Mr. Schlange und Robert. So, Schlange kommt mit. Den haben wir endlich mal einen, den wir überredet bekommen haben, aus unserer Gruppe mitzukommen, ne? Ja. Auch überraschenderweise. Ja, so, ich war mit Schlange im Wallstop im Wuppertal, irgendwie ein bisschen futtern. So, ey, Schlange, wie sieht's eigentlich aus? Hast du Bock? Eigentlich nicht ernst gemeint erst, oder? Nee, überhaupt nicht. So gar nicht ernst gemeint irgendwie. So, Schlange, hast du Bock? Und dann so, ja, Bock hätte ich schon. Und nein. Ja, komm, ich guck mal, was so ein Flug kostet. Weil ich halt wusste, dass es Direktflug ist. Und Direktflug, da kann halt immer, was kommen. Und so kam es dann auch. Der Direktflug war halt nicht so teuer. Und dann, ja, guck da mal, wie teuer das insgesamt ist. Und dann habe ich bei dem Reisebüro, wo wir es gebucht haben, angerufen, habe gesagt, so, ey, hör mal zu. Machen wir hier eine dritte Person, was kostet. Und das ist erschwinglich. Und dann haben wir eine Schlange, haben wir halt gesagt, komm mit. So, jetzt haben wir uns noch das, oder ich habe mir jetzt noch das Dröhnchen geholt. Da waren wir heute, damit ihr mal wisst, wann das Video aufgenommen worden ist. Da waren wir heute unterwegs, haben die Aufnahmen gemacht. Heute ist... auch frostig, Alter. Heute ist Donnerstag. Also... extremste klimatische Bedingungen hatten wir für die Übung der Drohne. Nein! Ich habe mich nicht reingeschaut. Ich möchte das mal hier würdevoll sagen, ne? Bleib drauf. Nein. Boah, du Nutze! Du Nutze! Habt ihr es gesehen? Der Bastard, Junge! Der Bastard. Boah! Das Problem ist, ich kann ihm jetzt noch nicht mal irgendwie was Böses wünschen, weil er ist ja auch mein Tauchbuddy. Also, nee, erstmal. Abgesehen davon hast du das schon 1000 Mal gemacht. Also, Schlange ist mit dabei. Mann. Die Map buggt auch gerade hier mega rum. Ich verkack's, ey. Noch nicht mal mit reinschießen? Mann. Ja, nee, ich hab's ja probiert. Das ist echt schwierig. Ich glaube, es ist gar nicht so möglich, wenn du nicht doch, auf der Dings bist. Du musst dich darüber schießen. Ja, ach, danke. Ja, das kriegst du nicht hin aus dem Winkel. Natürlich nicht. Nein. Ich hab's ja probiert, du Arsch. Auf jeden Fall. Schlange ist mit dabei. Sonntag geht's los. 8. bis 17. fliegen wir nach Curaçao. Curaçao befindet sich in der südlichen Karibik. Es gibt dort drei Inseln, die ABC-Inseln nennen die sich. Mal ein bisschen Bildung hier auf dem Freien. Aruba, Bonaire, Curaçao. Curaçao ist eine niederländische, ehemalige niederländische Kolonie. Und Hauptstadt Willemstad. Der Sarazar war vor kurzem sogar da.
Und wir machen dort einen Tauchurlaub. Das Ganze ist, ich muss sagen, echt ziemlich geil. Und zwar deswegen auch vielleicht ein bisschen mehr die Drohne. Das Ganze ist wirklich ziemlich geil aufgebaut. Ihr könnt, oder man kann dort, ihr könnt, man mietet sich dort einen Pickup-Van und fährt dann an der Küste entlang und dort. Alter, wie bist du da über den scheiß Ballon gekommen? Rüberspringen. Bunny Hop, Robert. Kann dir mal das akustische Signal geben. Lol, okay, der Schornstein ist kein Loch. Ach. Wow. So. Du hast ein, wir haben ein Pickup dort. Ich habe auch keine Ahnung, vielleicht ist es auch irgendwie ein Jeep oder so. Keine Ahnung, was das für eine Karre ist. Auf jeden Fall haben wir einen Mietwagen. Und wir können uns an einer Art Tauchertankstelle Pressluftflaschen holen. Und diese Flaschen nehmen wir mit unserem Auto und unserer Ausrüstung mit und fahren ganz gemütlich am Strand entlang. Und dort gibt es dann so Taucherfahnen. Die sind so rot mit einem weißen Strich durch. Habt ihr vielleicht schon mal gesehen. Und dort kannst du dann einfach dein Auto parken. Solltest das Auto offen lassen, weil sonst wird da gerne mal eingebrochen. Und dann gehst du, ihr habt richtig gehört. Und dann gehst du mit deiner Ausrüstung halt ins Meer und tauchst dort. Ziemlich geil. Zumal wir dort wirklich autonom sind. Wir sind auf uns selber angewiesen. Wir können machen, was wir wollen. Das ist das Geilste an der ganzen Sache, das stimmt. Wir können tauchen, wo wir wollen. Schlange ist dabei. Gut, der taucht noch nicht. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich weiß nicht, ob der Schlange das hier sieht. Ich glaube nicht. Dass ich dem auf jeden Fall anbiete, ihm einen Tauchschein zu finanzieren. Also wenn der junge Mann Bock hat. Also ohne Scheiß, so langsam mit unseren Referenzen, auch mit Die for Life und so weiter, sollte es kein Problem sein, dem Kollegen einen Open Water Diver zu ja, aber jetzt besorgen. In Curaçao, meine ich. Ja. Also ich würde dem direkt in Curaçao finanzieren. Ja. Dann kann er theoretisch mitkommen. So. Ansonsten, wenn er sagt, er hat keinen Bock drauf, was ich ja auch verstehen kann, muss ja nicht jedermanns Sache sein. Was ich aber auch nicht glaube irgendwie. Eben, also Tauchen ist einfach ein geiler Sport. Tauchen ist echt ein geiler Sport und wenn der Schlägen Bock hat, ganz ehrlich, wer wird da, was weiß ich, keine Ahnung, 400 Euro kostet der, dann wird das da gemacht. So. Ansonsten die nördliche Seite der Insel, es gibt eine nördliche und eine südliche, man muss sich das so quer vorstellen wie so ein Balken. Die nördliche Seite der Insel ist die raue Seite. Dort ist halt so das Karibische Meer und da ist halt ja eine Menge Sturm und Wind und da gibt es irgendwie sehr wenige Tauchplätze. Es ist halt auch dazu. Ja, da kannst du halt auch nicht mal eben schnorcheln oder schwimmen gehen, weil es einfach auch zu gefährlich ist und da willst du auch nicht hin. Okay. Und zumindest wo das, egal wo ich gelesen habe, war es halt so. Ich weiß noch nicht, wie es da aussieht, keine Ahnung. Aber es soll auf jeden Fall nicht zum Tauchen geeignet sein. So, und die südliche Seite, also sprich der ganze Zipfel von oben bis unten, also nicht die südliche Insel, sondern der südliche Teil der Insel. Das ist halt so ein langes Stück. Der obere Teil ist halt nicht geeignet, der untere Teil ist geeignet. Und da werden wir auf jeden Fall jede Menge Sachen machen. Für mich ist dieser, es ist wirklich, ich habe im Stream gesagt, das ist so eine Art Dienstreise. Und ganz ehrlich, Freunde, das wird auch in Richtung Dienstreise gehen. Weil ich habe mir jetzt eine Drohne geholt für 800 Euro mit Akkus und allem drum und dran. Habe mir noch einen Rucksack geholt, habe noch hier ohne Scheiß, allein dieses Werkzeug, habe mir hier so ein Werkzeug-Ding geholt, alleine nur um das Landegestell von der Drohne wegzuhauen. Und ich will eine Menge Aufnahmen machen, sowohl für euch als auch für mich. Diese Curaçao hat eine Menge. Ernsthaft? Ja, natürlich wieder ärgerlich, schon wieder ein DNF. Alter, ist das lächerlich. Curaçao hat eine Menge zu bieten, von der Natur, von der Landschaft her.
von den Stränden her, vom Wasser her. Ich hätte mich schießen sollen. Ich muss einfach ein abgefuckter, ehrenloser Bastard werden. Echt, ey. Nach im Süden der Insel, 50 Kilometer, erreicht man Venezuela. Einfach damit man auch mal so ein bisschen einen Überblick hat. Also wie viele Kilometer? Ungefähr 50 Kilometer vom Süden. Echt so nah? Okay. Hm. Die Insel an sich ist nur 30 Kilometer breit. Meinst du, man könnte es sehen, ne? Man könnte Festland sehen, oder? Glaube ich nicht. Nicht ich glaube 50 nicht, Kilometer? Glaub nicht, dass du 50 Kilometer weit sehen kannst. Glaub, du wie kannst sieht man so, denn so? Ich glaube, am Strand, also wenn du wirklich am Meer stehst, direkt ohne Erhöhung, glaube ich, kannst du so maximal 20 Meter weit sehen. Eigentlich auch gedacht, 20 Kilometer. Ja. Aber ich glaube, mit der Drohne ist es machbar. Wenn du mit der Drohne halt hochfährst. Nein, Robert. Oh, lol, okay. Wo soll man das wissen, Alter? Ich hab's auch gerade wieder rausgefunden. Es gibt halt manche Sachen, die darfst du hier nicht machen. Du darfst halt, musst halt hier. Bist du. Alter, was ist das? Was machst du denn? Ja, ich bin da auf dem Boden da angekommen, geht nicht. Nein, du musst nur langsam oben rüber. Du darfst nicht weit springen. Ich bin ja reingefallen, pass auf, und dann ist da so, so ein Erdloch zwischen. Nein, da mal, darfst du nicht. Du musst oben über das Ding rüber und dann runterplumpsen lassen. Ey, jetzt bin ich in der Luft gewesen von auf dieser Wippe und bin kaputt gegangen. Ja, du musst wippen. Was? Ja, sorry, was ist das für ein Scheiß? Der Map-Hersteller sagt halt, er möchte die Map. Ja, dann soll er das auch kenntlich machen, dass man gewisse Sachen. Aber woher willst du das wissen? Das ist korrekt. So rüber oder runter? Was sagt ihr? Lächerlich, Drecksmap. Absolute Drecksmap. Auf jeden Fall erwartet euch dort eine Menge Footage, wie man so schön sagt. Es kommen auch ein paar schöne Commentaries. Ich habe da wirklich ein bisschen was Schönes vorbereitet. Aber nur ein bisschen. Alter, Finne. Ich finde das gar nicht mal so schlecht. Also dass der, was denn? Wie du sagtest, so hier, Rex-Map, oder da. Map ist ja gut an sich. Das Problem ist nur, dass du nicht weißt, wann du was machen darfst. Ja, das findest du dann heraus. Ja, klasse. Das ist scheiße. Was ist das denn hier? Rate was, oder ist das Trials? Haupt-Trials. Wow. Da darfst du jetzt auch nicht in der Luft sein. Er hat doch geraucht. Ich meine natürlich, wenn man hinten ist, ne? Wenn nein, zwei im DNS Ernst. Hat, da ist man natürlich schon ein bisschen angespannt, was so die ganze Harmonie angeht und so. Ja, weil jetzt mal ohne Witz, du fährst ja teilweise Hindernisse anders an, damit du irgendwo rüberkommst und dann darfst du da nicht oder sollst du da nicht rüber. Ja, du sollst es auf seiner Methode machen. Ja, aber ich kenne seine Methode nicht. Und ja, die muss er rausfinden, das ist es ja. Asozial, juckt mich nicht. Ich habe zum Beispiel hier jetzt gerade keine Ahnung, wie ich es hier machen soll. Wobei, warte mal. Das könnte sein. Nein, das wollte ich nicht. Hast du es gesehen?
anscheinend nicht. Nein. Ich verstehe halt nicht, warum Hinterrad. Du manchmal halt in der Luft einfach crasht. Du crasht einfach in der Luft, ohne Grund einfach. Was ich krass finde, wie er das gemacht hat, also wie du das einstellen kannst, dass er das halt, dass der halt im Spiel sagt, ey, wenn diese Flugbahn gemacht wird irgendwie, dann soll er crashen. Ja. Ja, aber es ist halt auch ultra random manchmal. Bin ich jetzt so nicht. Leider schon. Teilweise schon einfach auf der Rampe. Jetzt. Robert, ich erlöse dich. Das ist jetzt ein bisschen zu einfach hier. Komm, 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 komm. Wie schaffst du es denn, dass du das Ding überhaupt nicht berührst? Hinterrad. Ja. Mit dem Hinterrad einhängen und nur ein bisschen Gas geben, dass er sich so einmal ja. Da rumwinselt. Ja, ich verstehe schon, was du meinst. Nur ich berühre das Ding halt immer noch minimal. Mach mal Stream an, dann zeige ich es dir. Auf jeden Fall, kommen wir nochmal zu Curaçao. Ich habe ja gerade ein bisschen Vorsprung, da kann man ein bisschen babbeln. Was ich sehr geil fänden würde, ich habe jetzt noch nicht nachgeschaut, wie es ist, wenn wir uns ein Boot leihen könnten. Und egal, ob wir von dem Boot tauchen gehen könnten oder nicht, das ist erstmal egal. Einfach nur ein Boot leihen wäre schon geil. So, dann mit dem Boot da über das Karibische Meer düsen. Mann, dann springst du da drüber und dann ist natürlich wieder im Eimer. Das finde ich schon sehr, sehr Premium. Ey, ohne Witz. Ja? Der Typ, der ist doch behindert. Dann soll er da irgendwie, weiß ich nicht, Elektroblitze oder so in der Luft machen. Wo du dann crasht, sag ich mal. Ist immer noch da? Nein. Er ist aber auch ein Gefühlsspiel hier. Toll. Er hat die Fresse aufgerissen. Ja gut, das ist halt echt blöd, ne? Hier. Also jetzt habe ich das auch mal gehabt. Aber. Und da ist der Robert natürlich jetzt auch ein bisschen empfindlich, ne? Kirsche! Will ich ja schon die ganze Zeit, du gerade zum ersten Mal irgendwie so ein Ding. Ich hatte schon mehrmals so Dinge, aber das finde ich auch nicht regelkonform da mit Frontflip rüber. Und das kann man mal abpfeifen. Bei mir wurde aber schon genug abgepfiffen hier, von daher. Ja, ich meine, wenn du so kacke fährst, kein Wunder. Ey, ohne Scheiß. Ups. Was denn? So, jetzt machen wir noch eine Map. Ihr könnt auch mal sagen, ich meine, es ist ja jetzt eine recht Kurzaufnahme. Wir sind jetzt gerade bei so knapp 20 Minuten. Wie ihr das findet, mal so einen kurzen Drops, so ein kurzes... Ja, kurzen Drops mit 0 Punkten. Wie findet ihr das so? Also. Mann! Vor allem, das ist so oft, das guck mal, das ist jetzt in allen drei Maps bis jetzt... Nicht so heftig gewesen, also von den Abständen her. Du bist jedes Mal ein fucking DNF gewesen, Alter. Ja, halt dich reinkommst. Ich meine, du wolltest, dass die Zeit verkürzt wird, ne? Dann wären das nur zwei DNFs gewesen. Ja, erst, dass es verlängert wurde, dann erst wieder verkürzt, weil dann ja... Egal, wie du es machst, Krieger. Egal, wie ich es mache. Es war dein Wunsch, möchte ich nur hier anmerken.
Ich kann mich erinnern, dass mein Wunsch gewesen ist, die Dinger zu verlängern, ja. Aber das, die wieder zu verkürzen, weiß ich nicht. Doch, hast du gesagt, nee, das ist nicht fair. Könnt ihr bitte die Aufnahme verlinken, Freunde? Ihr wisst es ja schon fast besser als ich. Hast du nämlich gesagt, da habe ich, bin nämlich noch ins Ziel geschossen, hast du gesagt, das ist nicht korrekt. Wird nie korrekt, wenn du dich ins Ziel schießt. Wieso bist du eigentlich schon da oben? Bam. So, und wo geht's jetzt hier weiter? Gleich, wenn ich hier mal hochkomme. Ich komme da nicht hoch, Mann! Ich weiß nicht, wo ich lang soll. Oh lol, okay. Alles klar. Ober, ich komme. Hat's genug Freiraum jetzt da. Eckstein, alles muss versteckt sein. Ich muss auch sagen, ich hasse es, hinterher zu fahren. Ja, danke, ich auch. In Trials hasse ich das. In richtigen Rennen, sag ich mal, liebe ich es zu jagen und nicht abzuhauen. Hier sieht man den Gegner halt nicht immer so direkt, das Problem. Ich behinderter Spasti. Ja. Nein. Eieiei. Okay, da lang. Oh, Alter, ehrlich? Krass. Ja, das ist krass. Okay. Das ist wieder so ein Hindernis, pass auf, das kriegt der Krieger erstmal hin. So. Welches denn? Was? Ne, erste Mal war es nicht. Zweite Mal. Nein! Doch, zweite Mal. Hui. Laber nicht. Ja. Lächerlich. Absolut lächerlich. Warum lächerlich? Warum lächerlich? Weil ich da mit dem Vorderrad jedes Mal andotze. Ja, musst du einfach nur die ganze Zeit nach hinten lehnen, Junge. Danke, was meinst du, was ich mache, Junge? Ja, anscheinend nicht. Ja, scheinbar schon. Scheinbar nicht. Junge, mehr nach links drücken geht nicht. Also bei mir ging es einwandfrei. Flüssig wie eine Diarrhoe, wie ich hier durchtänze. Hier durchschwimme förmlich schon. So lächerlich, weißt du, und ich hänge wieder nur an einem verfickten Hindernis. Hui, hops. Natürlich ist da eine Kante. Alicante. Aber echt. Machst du das denn mit Viereck? Was? Mit Viereck. Was für Viereck? Ich habe dir, das habe ich dir auch in der Aufnahme gesagt, wenn du mit dem Vorderrad da oben drauf bist, dann tapp nicht L2 für die Bremse, sondern drück Viereck für die Bremse. Das kannst du schneller tappen und das bringt dir mehr. Das hätte mir bei der Kante nichts gebracht, Mr. Viereck. Das hätte dir was gebracht. Nein, Mann, nicht bei der Kante. Du kannst mit dem Vorderrad so die Kante nicht hochfahren aus der Position. So, Freunde. Das war eine Aufnahme. Du willst mir sagen, wie ich in Trials zu fahren habe? Anscheinend ja.
Ja, anscheinend schon. Kollege, hör mal auf zu tryharden, wenn die anderen nicht in Übung sind. Dann geht das. Okay, alles klar. In dem Sinne, gut, Schuss, bis zum nächsten Mal. Euer Commander.